für den jungen Slowenen. Bendik, Jakobsen, Hägli. Hier noch nicht so gut für den Norweger gelaufen. Vielleicht jetzt im Wettkampf besser. Er könnte jetzt hier runterspringen zu Masley oder sogar drüber. Perfekte Verhältnisse jetzt für den Norweger, der letztes Jahr hier, dessen Stern letztes Jahr hier aufgegangen ist, aber ist auch wieder verglüht Anfang dieser Saison beim Skispringen. Aber Skifliegen im Planitzer scheint ihm zu liegen. Schlachsige Mann aus Trondheim hier. Das sind die Bedingungen perfekt ausgenutzt und wird vermutlich die Jury dazu zwingen, runterzugehen. Alex ist 12 Jahre, steht er hier oben und ist immer noch so emotional wie am ersten Tag. Hat eine fantastische Saison mit seinen Norwegern absolviert. Alex Stöckl hat ja den Gesamtweltcup-Sieger und jetzt endlich auch die Raw Air als Trophäe mit seinen Athleten Halvor Ignar-Granerud und Bendik Jakobsen-Hägli. 9 Meter über seiner persönlichen Bestleistung. Also jetzt purzeln die Rekorde und 235 Meter für den Norweger